Hier geht es nicht weiter. Aha. Das ist definitiv ein Zusatzinhalt, Leute. Trank der Ewigkeit erhalten. Geheimnis. Also, was haben wir hier? Der Denker hielt uns allen einen Spiegel vor. Absolut nichtssagend. Ich ahne Grässliches. Das legt dir geradezu zu einer Falle ein. Es ist ein Wald der Heiler. Wir können davon ausgehen, dass wir unser Artefakt nicht einfach mal so kriegen. Was? Ich kann mich nicht bewegen. Da haben wir unsere Falle. Ich kann nichts machen, Leute. Na großartig, eine Kopie von mir ist genau das, was ich jetzt brauche. Radieren wir diese Puppen des Clans aus. Scheint, als könnte sich immer nur eine Person auf das Feld vor sie bewegen. Wenn wir sie zusammen angreifen wollen, kommen wir nicht weiter. Perfide durchdacht von den Karikaturen des Clans. Aber dann zerreißen wir sie eben im Einzelkampf. Und wer kämpft gegen wen? Das entscheide am besten du, Wollner. Du kennst uns am besten. Kampfvorbereitung. Schön. Speichern. Gegen Wollner tritt an. Jeder darf gegen sich selbst kämpfen, Leute, oder? Ich. Eine so schlechte Kopie stampfe ich lieber gleich selbst in den Boden. Aber wir kämpfen wieder ein bisschen ernster. Schleim. So, und weißer Schild. Blutsaugen wird wahrscheinlich nichts bringen, oder? Ich versuche es trotzdem mal. Doch, hatte Blut und blutet. Super. Dann besiegen wir ihn jetzt. Geschafft! Gegen Aska tritt an. Aska! Ha! Ich stelle mich den Schatten meiner Vergangenheit. Wir haben Spiegel, also egal. Einfach drauf. Der Gegner hat keinen Spiegel, so wie es aussieht. Und falls doch, ist es besser, bei mir nur eingreifen. Geschafft! Gegen Elaine tritt an. Elaine! Das ist wohl das Seltsamste, was mir seit langem passiert ist. So, Elaine hat keinen Spiegel, da können wir uns auch wieder ein bisschen ernsthafter kämpfen. Aber was machen wir? Magische Spiegel erstmal. Dann haben wir einen Spiegel. Dann können wir auch wieder ganz normal angreifen, Leute. Die gegnerische Lane wird sich ganz einfach selbst besiegen.
oder dabei mithelfen, sich selbst zu besiegen. Sie hat nicht mal Schaden verursacht mit dem normalen Angriff. Aber wir könnten noch Blut saugen. Dann ist Elaines Blut wieder voll. Sie hat sich wirklich selbst besiegt. Toll! Gegen Nyria tritt an. Nyria! Wer hätte gedacht, dass ich hier stärker sein müsste als ich selbst? Naja, du hast ja Spiegel, von dem ist das kein Problem. Einfach angreifen. Macht einfach auf sich selbst nervieren, das gibt's doch nicht. Leute, das können wir auch. Nervierend! Kräfte sammeln macht die. Können wir das auch? Nein, wir können das nicht. Ist ja gemein. Hoffentlich müssen wir so etwas nie wieder machen. Der unangenehme Beigeschmack ist nicht von der Hand zu weisen. Wenn ihr noch lange weiter lamentiert, tauchen gleich die nächsten auf. Ausschließen kann man es nicht. Ich will jetzt dieses Artefakt haben. Blut angehalten. Geheimnis. Okay, haben wir jetzt drei Blutangst? Nein, nur eine. Okay. Nehmen wir mal die weiße. Die ist verschlossen. Wenig überraschend. Moment, das habe ich gleich. So, geschafft. Der Dritte-Richter ist aber leider unbrauchbar geworden. Fiole der Hoffnung erhalten. Geheimnis. Fiole der Hoffnung, was macht die denn? Da! Ein mächtiges magisches Clan-Artefakt. Können wir hier ausrüsten? Nein, ich sehe es hier nirgends. Keine Ahnung, was wir damit machen können. Die ist verschlossen. Moment, das habe ich gleich. So, 4 Smaragde, eine Runentafel, gebrauchtes Licht, geborenes Licht, keine Ahnung. Geheimnis. Was sind die Runentafel? Ah, hier. Gebündeltes Licht. Kann nur Walner. Okay. Da. Trifft alle Gegner. Grundschaden 240. Schön. Naja, dann sind wir hier fertig. Gehen wir. Speichern wir kurz. So, und dann würde ich jetzt kurz zum Heilertempel gehen. Ich weiß allerdings nicht mehr, wo der war. Und ich vermute, wir müssten ihn jetzt suchen. Ich glaube nicht, dass wir ihn als eine Flagge haben. Und selbst wenn, haben wir so viel. Ich habe keine Ahnung mehr. Deswegen, Leute, ich sehe mal kurz nach, wo der ist. So. Vampire Stone 2. Heilertempel.
Da, Tempel der Heiler. Wo ist der? Lol, ich habe gerade die Everlasting Blood Komplettlösung gefunden, als ich danach gegoogelt habe. Ah, wo ist der Tempel der Heiler? Ich such mal unter Folter. Ich finde die Position nicht, Leute. Das gibt's doch nicht. Ich suche jetzt meine Komplettlösung nach. Da wird irgendwo das sein. Okay. Okay, hier steht etwas. Nein, das ist es nicht. Hier steht da und westlich vom Heilertempel. Wo ist der Heilertempel selbst? Ah, hier.
Das ist irgendwie... Da steht leider nicht, wo der ist. Ah, hier, das Heilergebirge westlich von Burg Horan. Jetzt, endlich. So, dann haben wir das auch, Leute. So, westlich von Burg Horan, wo ist Burg Horan? Da, okay. Müsste so... Da ist es! Ah, und jetzt kommen wir auch hier rund, hier unten hin. Toll! Aber wir müssen ja nicht mehr alle Gegner besiegen. Feuerrune erhalten. Geheimnis. Speicherstein erhalten. Wasser des Lebens erhalten. Hätte ich jetzt gewusst, dass der Heilertempel bereits aufgedeckt ist, hätte ich es nicht gemacht, Leute. Bei dem ersten, wo wir waren, bei dem Elras versteckt, das war ja nicht aufgedeckt. Da war keine Flagge da. Da ging eigentlich Säuretankalten gehen. Geheimnis. Und den zweiten Ort, wo... dieser Turm am Strand, den haben wir ja immer noch nicht, weil er irgendwie nicht aufgedeckt ist und nichts da ist. So ungefähr. Und mein rotes Armband. Deswegen ging ich davon aus, dass das hier jetzt eigentlich so ähnlich sein wird. Halt angehalten. Zwei Heilfiolen erhalten. Blutrune erhalten. Geheimnis. So, das war das Einzige, was wir hier noch nicht erkundet hatten. Wir nehmen die Abkürzung durch die Höhle. Gut vorbei. Oh, da ist eine Sackgasse. Hier auch. Ging es hier erst nach oben? Okay, das hatte ich irgendwie... Moment mal, da oben waren wir nie. Aha. Dreimal verseuchtes Wasser erhalten, zwei Speichersteine erhalten. Ich würde gerne zu dem Schild da nach oben. Da hoch würde ich gerne. Schade, dass es nicht geht. Naja. Oh, schade. Ich wollte ihn austricksen, aber es hat nicht funktioniert. Naja.